Oh, praktisch, praktisch. Hallo Leute, hier ist wieder eure Maiwanne und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Auspack-Video. Und heute gibt es den Möbel-Höffner-Adventskalender. Und bevor ich 100 Mal Möbel-Höffner sage, dieses Video ist nicht gesponsert. Und jetzt alle, dieses Video ist nicht gesponsert. Auf diesen Kalender freue ich mich so sehr, denn es ist wirklich mal was anderes. Ein Adventskalender vom Möbelhaus. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich denke mal, die werden so in weihnachtliche Deko reingehen. Letztes Jahr hatte ich den Deko-Adventskalender von Tiziano. Und da waren leider nur weiße Keramikfiguren und so drin. Ja, und ansonsten ist es ein weißer Deko-Adventskalender, ne? Da wäre es vielleicht praktisch gewesen, wenn ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt hätte. Vielleicht erwartet uns heute genau das Gleiche. Wir werden sehen. Er ist auf jeden Fall wieder von der Kategorie so groß, dass wir beide nicht ganz aufs Bild passen. Deswegen versuche ich mich hier ein bisschen zur Seite zu quetschen, aber ja. Was hast du gekostet? Oh, okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder ordentlich zusammenrechnen. Ach, wahrscheinlich wird es aber auch schwer sein. Ich weiß nicht, ob ich heute zusammenrechnen kann, je nachdem, was da drin sein wird. Der Adventskalender kostet 99 Euro und hat einen Warenwert von über 250 Euro. Ja, 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 jetzt geht's rund, 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 rund. Das ist doch mal ein Angebot, Leute. Ich kann euch ja schon mal spoilern, dass ich mich zurzeit mit Adventskalendern selber machen befasse. Und eine Sache, die mir jetzt schon mal auffällt, ist, dass das schon ganz schön krass ist, dass man eigentlich bei so vielen Kalendern so wenig zahlt und dafür so viele Produkte bekommt und so einen großen Warenwert, weil das Verpacken, das Designen, das ist ja alles, das kostet alles Geld. Und dass sie das dann immer so dumpingmäßig auch raushauen können, die Leute, ist schon insane. Ich glaube aber, der große Unterschied ist, wenn man eigene Produkte einfach in den Kalender reinpackt oder Produkte zusammenpackt, wie jetzt bei Daniela Katzenberger oder Barbara Schöneberger oder you name it, allen anderen. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Das wollen wir mal sehen. Und ich sehe schon das Türchen Nummer 1 und wir öffnen es jetzt. Okay, let's go. Möbel Höffner. Was wird uns erwarten? Okay. Das finde ich gerade so lustig. Ich habe von denen nämlich deren Adventskalender auch bestellt. Der ist aber noch nicht angekommen. Ich freue mich so auf diesen Superstreusel-Adventskalender. Ich bin halt voll der Typ für solche bunten Streusel. Müssen wir zusammenrechnen? Ich bin mir nicht so sicher. Weil Warenwert 99, Dings 250. Müssen wir zusammenrechnen. Ich bin so unentschlossen, ich weiß es nicht. Ich will es nicht glauben, aber hierfür bezahlt man schon so seine 4,50 Euro. Superstreusel sind super pricey. Nummer 2. In Nummer 2 befindet sich eine Mystery Bag. Oh, nee, Mystery ist es nicht. Eine Silikonbackform. Cute, dass es so in diesem Beutel kommt. Ja, also mir würden 100 Sachen einfallen, die ich damit machen könnte. Irgendwie Schokolade oder dann kann man, keine Ahnung, Pudding, sonst was da reinmachen. Und so schön für die Weihnachtszeit dann. Geil. Oder ein kleiner Kuchen. Ich finde die mega. Tolles Türchen. Und sehr weihnachtlich, ne? Da freue ich mich ja immer persönlich drüber. Die meisten Kalender, die wir hier aufmachen, haben ja nicht wirklich einen weihnachtlichen Inhalt. Manchmal hat was ein bisschen Zimtgeschmack oder so, aber so ein richtiger Weihnachtskalender ist schon cool. Backform in viel. Ach, das wird es jetzt nicht geben. Das ist doch special dafür. Leute, das mit dem Preise raussuchen wird, glaube ich, bei diesem Kalender schwierig, weil ich denke, viele Produkte sind auch einfach für den Kalender gemacht und ja. Fragezeichen. Türchen Nummer 3. Oh, schwer. Oh mein Gott, ist das hübsch! Für mich sieht das richtig aus wie so ein TK Maxx Produkt. Boah, die riecht nach Tannenbaum. Ja, ich, ja, ja. Balsam 4 ist der Duft. Aber, also, steht hier keine Marke? Ich glaube, wir werden diese Produkte einfach auch nicht finden. Nee. Sorry, Leute. Dieses Mal gibt es keinen Preise raussuchen. Ich weiß, ihr liebt es, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Produkt finden soll. Da ist kein Herrsch, also ich... Nee, ich find's einfach nicht raus. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Es ist eine Kerze. Okay, Ducky. Bei dem Großen hätten sie vielleicht auch 12 auf einer Seite, 12 auf der anderen, weil dann muss man das ja immer so rumdrehen. Türchen Nummer 4. Ja, in dem Türchen haben wir Weihnachtskarten. Oder sind das Weihnachtskarten? Ja. Yeah. Schönes Design, erinnert mich ganz bisschen an diese IKEA-Phase, wo sie diese, ja, diese schwedischen Symbole immer so hatten. Plus 3 Umschläge. Meine Damen und Herren, weiter geht's mit Türchen Nummer 5. Oh. Also wirklich, ne? Was ist das denn bitte wieder für ein schönes Design? Ich heule. Made in Portugal. Die packe ich in die Verlosungsbox, die packe ich jetzt nicht aus. Eine Honigmandelseife, wirklich. Toll! Das ist sehr gut. Jetzt kommt Türchen 6. Ich bin bis jetzt happy mit der Auswahl. Türchen 6 ist klein.
Ja, hör mal. Ein 10-Euro, die richtige. Nicht mal ein Code oder so, sondern kannst richtig zum Möbelhöffner gehen. Finde ich gut. Also 100 Euro hätte ich auch gut gefunden, ne? Aber das ist mega. Keine Schokolade. Schade. Den packe ich in die Verlosungsbox. Ich will es ja nicht jetzt schon sagen, ne? Aber irgendwie gefällt der mir richtig gut, der Kalender. Nummer 7. Vor allem kann hier irgendwie so gefühlt alles drin sein. Ein Papierornament. Yes. Jawollo. Ich dachte, wie macht sich das gleich fest? Mit dem Magnet. Natürlich. Er ist wunderschön. Nummer 7, meine Damen und Herren. Bei einem wirklichen Weihnachts-Adventskalender, da lacht mein Herz. Ich habe gemerkt, nämlich beim Pamela Reif-Adventskalender zum Beispiel, ist halt so Fitnessriegel und so, das interessiert mich dann doch nicht so sehr wie das hier. Das ist ein bisschen wie, also ich finde, das ist wie jeden Tag irgendwie so ein Geschenk kriegen. Let's go, Leute. Nummer 8. Gefertigt in Handarbeit. Ey, ich weiß, das ist so unnötig eigentlich, ne? Aber dass man so seine Kerzen ausmacht. Also falls ihr nicht wisst, was das ist, ne? Das ist hier ein Kerzenausmacher. Und dann ist die Kerze aus. In diesem Winter werden wir wahrscheinlich viele Kerzen benutzen, ne? Vor allem wollte ich mir immer so einen kaufen und dann dachte ich so, ja gut, es ist nicht nötig, sowas zu haben. So auszupusten, es geht voll klar. Jetzt hat das Schicksal entschieden, dass ich sowas haben soll. Ich glaube, der Kalender kann jetzt nur noch verkacken, indem jetzt im Türchen Nummer 9 Sticker drin sind. Na klar, Serviettenringset. Also ist jetzt hier wahrscheinlich nicht das teuerste Türchen. Oh, das ist toll. Ich lieb's. Aber ich finde, 4 Stück sind blöd. Also das hätten 6 sein müssen. Ich cancel euch noch nicht, Möbelhöffner, aber 6 wären schon toll. Die schenke ich meiner Schwiegermama, weil die hat auch schon so Filzdinger und dann hat sie... Dings, Andrea, das ist für dich. Das ist ein toller Kalender, das sage ich dir, wie es ist, ne? Du drehst schon wieder. Ja, Möbelhöffner ist gut, ey. Bitte schauen Sie selbst. Die Nummer 10. Okay, was ist das? Irgendwie erinnert mich der an den West Wing. Jawoll, ohne Weihnachtsschürze! Oh Gott, I love it. Doppelbinder, klassischer. Also riechen tut die nicht gut. Was sagt ihr? Ist schon eine tolle Schürze. Ist schon cool. In der Weihnachtsbäckerei, Leute. Ich finde das Design auch schön. Hat was Weihnachtliches, aber man kann es nach Weihnachten auch noch weiter gut tragen. Und es ist nicht nur so, ja, Weihnachten in deine Fresse rein. Und für alle Kinder, ich meine natürlich nicht in die Fresse rein, sondern Weihnachten ganz doll. Viel, ja. Ich glaube, ihr werdet mich kein schlechtes Wort über diesen Kalender sagen hören. Nummer 11. Jawoll, Doppeltürchen, das bedeutet... Oh Gott, ja. Ja, ich liebe diesen Kalender. Schick. Einfach schick. Einfach genau der Blödsinn, den ich haben möchte. Von Peil und Putzler. Sogar 2 Stück. Für mich ist es das perfekte Level an Kitsch. Toll. Ich vermute... Oh ja, ja, natürlich. Natürlich. Oh, oh, guckt mal. Oh, ist das nicht schön kitschig? Oh. Qualitätsmäßig tipptopp. Timo, hier, magst du noch einen Kaffee? Nach dem Weihnachtsessen. Ich lieb's. Oh mein Gott. Ich habe mal so einen weihnachtlichen Deko-Kalender von West Wing ausgepackt. Und der war auch gut. Aber ich finde, Möbelhöffner hat das bessere Level an Kitsch. Also das ist das Tollste. Mit Glaswaren und Leuchten schreibt Heil und Putzler Geschichte seit 1903. Der Einfluss großer Gestalter wie Wilhelm Wagenfeld spiegelt sich bis heute in der Formsprache unserer Produkte. Es ist Halbzeit. Und wir machen das durch Nummer 12 auf. Servietten. Oder wie ich gerne sage, Servietten. Diese Servietten haben Dackel drauf. Und ich liebe Dackel. Ich glaube, in einem Universum stehen gerade alle Sterne so richtig gut für mich, weil dieser Kalender... Ich liebe diese Serviette. Guckt mal, dieser Dackel hat ein Geweih und ein Geschenk. Die sind so toll. Nummer 13 ist hier sehr groß. Eine braune Kiste. Wir lieben braune Kisten. Da ist doch bestimmt schon wieder irgendwas Saugeiles drin. Es ist ein Teeglas und dann ist hier auch noch aus Glas und dann macht man hier den Tee rein, macht zu und dann legt man das so da rein. Osch, oh toll, das sieht ja toll aus. Was für eine Überraschung, das gefällt mir auch. Ich finde, dieses Glas ist auch toll geformt. Ich überventiliere gleich. Nummer 14. Also was soll ich sagen, ne? Toll, mega. Früchteteemischung, ja, die sieht... Also wirklich auch toll aus. Nee, das ist ja schön, ne? Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Wahrscheinlich, also... ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Produkt. Nummer 15. Na klar,
Leute, die passenden Küchentrockentücher für meine Schürze. Mit Dackeln drauf würde ich es noch besser finden. Jetzt, wo ich weiß, dass man Dackel-Rentierohren draufsetzen kann und die super süß dadurch werden, bin ich ein bisschen beeinflusst, aber auch schön. Guck mal, 16! Ja, bitte, Schokofondue. Die sahen ehrlich, also die sehen aus wie so kleine Makarons. Die 10. Was ist denn das für ein riesiges Türchen? Da kannst du dein Essen warm reinmachen. Was? Ach so. Dann kannst du dir zum Beispiel Croutons für deine Suppe oder für dein Müsli. Kannst du kalt und warm haben. Bisschen random gerade, wenn ich so an die ganzen anderen Produkte denke, die doch sehr weihnachtlich sind. Dann so ein Essen. Aber okay, wir nehmen es. Wir nehmen es erstmal. Erstmal okay. Wir haben noch so viele Türchen vor uns. 18. Oh, okay. Ich war gerade so verwirrt. Bath- und Showergel aus einer Sektflasche. Das ist okay. Ich finde immer, also wenn es nicht von einer wirklichen Marke ist oder Firma, die man so etabliert in Deutschland kennt, dann habe ich immer bei sowas so Nanunana-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? So Spaßprodukte, wo die Qualität jetzt aber nicht wirklich überzeugend ist. Aber ja, süß. Accentra! Accentra waren auch die, die diesen EMP Wellness Adventskalender gemacht haben mit diesen Duschprodukten, Badegel und so. Die sind halt so qualitativ okay, die machen so ihren Job, aber es ist jetzt nicht so unglaublich toll. Vegan-friendly. Okay, gut, also jetzt bin ich, also so enthusiastisch hat mich das Türchen jetzt nicht gemacht. Aber dafür Nummer 19, denn da steckt 9 drin. Ein Korkenverschluss für deine Weinflasche. Wir sind in den 20ern angekommen. Und es gibt jetzt noch ein Küchentuch. Oh. Hm. Die Magic geht gerade so ein bisschen kaputt. Ein Tischtuch. Ja, schön. Ich finde aber, leider muss man sagen, wenn man zu zweit ist. Ich meine, okay, viele Leute sind zu zweit, aber ich meine, viele Familien haben mehr als nur zwei Plätze. Und da ist das wie bei den Serviettenringen. Ja, also nur zwei, ne? Das ist so schwierig. Da hätte ich vielleicht eher darauf verzichtet. Aber wenn man zu zweit ist, dann ist es toll. Das ist aber auch wie mit den Weihnachtstassen, die ich vorhin ausgepackt habe. Man kann ja nicht wissen, wie viele Leute im Haushalt leben. Und weiß nicht, ob man dann direkt ganz auf die Produkte verzichten sollte oder halt einfach zwei. Also bei denen, das finde ich unnötig. Also da hätte man das, also. Aber gut, dass Timo und ich zu zweit sind. 21. Oh mein Gott, Litterstaub von Cake Stuff. Wow. Boah, wie viel vor allem. Ist das nicht, also sind solche Dinger nicht immer sonst so klein, dass man halt so ein bisschen Gold wo drauf machen kann? Hier ist gleich so ein Riesenpaket. Macht absolut Sinn. Ist sehr toll. 22. Hier haben wir wieder Handarbeit. Ah. Kleiner Christbaumschmuck. Ich muss aufhören, Christbaum zu sagen. Tannenbaum. Die sind zwar Handarbeit, also, ja. Na gut, das ist, glaube ich, nur der eine. Ja, es sind aber schon sehr klassische. So ein bisschen rustikal sehen die aus. Vorletztes Türchen. Okay, der Kalender muss ich jetzt wieder ein bisschen, ich habe das Gefühl, der hatte jetzt so eine Low-Phase. Also am Anfang haben mich die Produkte mehr geflasht. Deswegen hoffe ich, dass der vorletzte Tag nochmal richtig reinhaut und uns was Geiles gibt. Bitte, bitte nicht, oder? Nein, nee, doch nicht. Ah! Oh ja, okay, doch. Oh ja, na klar. Also ich persönlich muss sagen, ich verschenke immer sehr viele Flaschen. Und das ist ein toller Beutel, um eine Flasche zu verschenken. Und es ist wiederverwendbar. Das heißt, wenn du die nächste Person eine Flasche verschenken möchtest, kann sie das wieder benutzen. Das ist ein cooles Produkt. Das hat es wieder ein bisschen umgerissen. Jetzt kommt the moment of truth. Wir haben den 24. Wir fanden unseren Höfner Adventskalender ganz, ganz toll. Wir sehen nicht ganz den wahren Wert von 240 Euro. Doch, wahrscheinlich schon. Ja, also 99 Euro haben wir wieder reinbekommen. Hier sind viele, viele tolle Produkte gewesen. Aber die 24, die wird uns jetzt zeigen, warum wir so viel Geld ausgegeben haben. Nee. Das ist eigentlich ein Schokoladenfondue? Also ich habe noch keins. Die geben mir so einen leichten Billow-Vibe. Da möchte ich eigentlich nichts dran aufspießen. Es ist süß. Lass ich mal gucken, was das kostet. Aber irgendwie... Ich bin bei technischen Geräten einfach nicht so ein Fan von so Billigzeug. 22,99 Euro kostet der. Das ist ein Teil, das soll Schokolade für sich halten. Also dafür ist es wahrscheinlich schon gut und richtig, sich dann so ein Teil zu holen. Aber ja, da kann man sich bestimmt tolles Fondue mitmachen. Guck mal, dann haben wir ja hier sogar schon Schokolade bekommen. Das heißt, wir können das gleich ausprobieren. Ich habe nur bei solchen Geräten habe ich immer das Gefühl, ich esse mehr Plastik als Schokolade. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin vielleicht so ein bisschen auch verwöhnt, so WMF verwöhnt und so. Aber bei mir muss es irgendwie, es muss sich immer alles so wertig anfühlen. Okay, Leute, kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, ich finde das
Ist ein toller Kalender. Ja gut, das habt ihr ja schon gesehen. Ich finde, die letzten Produkte haben mich dann doch nicht so geflasht wie die am Anfang. Also ich war am Anfang ein bisschen mehr hyped. Aber trotzdem ist es ein Kalender mit ganz vielen tollen Dingen, die man an Weihnachten super gebrauchen kann. Und für Weihnachtsfans, für so Muddis wie mich, die dann auf solche Sachen stehen, ist das alles echt toll. Ganz besonders dieser Tee hier. Nee, es ist ein toller Kalender. Schön weihnachtlich. Das ist mein Fazit. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Würdet ihr den genauso feiern wie ich? Aber es ist auch mal wieder so ein perfekter Kalender, auch den man seiner Mutti schenken könnte. Wir machen hier viele Mutti-Kalender auf. Aber ich bin auch eine Mutti im Herzen. Deswegen freue ich mich über so Tassen im Weihnachtsdesign. Für andere könnte das ein Ramsch-Kalender sein, ne? Aber für mich ist das wirklich sehr süß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!